So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, das neue Five Magazin ist erschienen und somit auch eine weitere Sammelkarte für unseren Trading Card Game Sammelordner. Nämlich hier Superdrache Kurz und Wirk. Wir schauen es uns an. Ja, extra eingepackt, weil ein Haufen Zeug mit drin ist. Ich packe das hier gleich mal aus. So. Also, was haben wir denn hier alles drauf? Wir haben einmal diesen, festgeklebt ohne Ende, diesen coolen Bogen, der glaube ich auch schon gefühlte zigtausend Mal in diesem Magazin hier beilag. Hat auch nichts mit Dragons zu tun, ist einfach nur ein cooler Bogen. Werden wir ausprobieren. Dann haben wir hier irgendwie ein kleines Booster zu Handball. Ja, das offizielle Sticker-Album Special zur WM 2019. Schauen wir uns an. Dann haben wir hier... Was? Lego Batman. Sammelkartenspiel. Ein weiteres Boostertütchen. Warte mal, den Kleber hier wegmachen. So. Und natürlich die Limited Edition Karte vorsichtig wegmachen. Und ich rate euch, achtet ein bisschen drauf, wie die Karte hier geschnitten wurde. Denn ihr wisst ja, Blue Ocean hat ein bisschen Probleme. Ne? Die Karten sind nicht immer zentriert und für die spezialisierteren Kartensammler ist es immer sehr, sehr unglücklich, wenn sie keine Karte haben, die wirklich zentriert in der Mitte sitzt, sprich der Goldrand hier unterschiedliche Breite hat. Schauen wir uns auch im Laufe dieses Videos noch genauer an. Ja, dann lasst uns hier einfach einen Blick ins Heft reinwerfen. Ich kann euch natürlich nicht das ganze Magazin zeigen, aber ihr wisst ja, Urheberrecht und Co. Ein paar Seiten können wir uns aber angucken. Ja, hier die erste Lego Batman Trading Card Serie ist da. Dann haben wir hier ein Inhaltsverzeichnis. Ich gehe einfach mal drüber. Hier haben wir News. Das sieht aus wie ein McLaren von Lego. Dann haben wir hier Fortnite WM. Was Bauplan für den Mars? Erste Bilder zu Star Wars 9, wen es interessiert. Dann haben wir hier Man in Black. Dann Batman. Auf der nächsten Seite Cosplay. Coole Kostüme und krasse Verwandlungen. Gut, dann überspringe ich mal ein bisschen und komme hier auch schon zur Heftmitte. Hier haben wir ein paar Poster drin. Die mache ich hier mal kurz raus. Was haben wir hier? Zwei verschiedene kleine Poster in DIN A4, Man in Black, Batman und die Lady, die ich leider Gottes nicht für voll nehmen kann. Dann haben wir hier Iron Man drauf. Und was haben wir als nächstes? Minecraft Poster und Batman Superman von Lego. Dann hier die Dreading Trading Cards Game Serie zum Kinofilm. Da gehört diese limitierte Karte mit dazu. Dann kommt ein Comic. Und wartet mal, hier habe ich doch noch was gesehen. Genau, hier die Drachen mit Superkräften. Hier nochmal eine kleine Erklärung zu der Limited Edition Karte, die ihr hier drin findet. Dein Extra. Stärkere Werte als hier findest du nur auf den limitierten Karten dieser Trading Card Game Serie. So wie zum Beispiel auf der Karte Superdrache Kurz und Wirk, die du in dieser Ausgabe als Extra bekommst. Dann hier noch, du möchtest deine Gegner beim Drachenzähmen leicht gemacht spielen, ganz schnell in seine Schranken weisen, dann brauchst du die Karten mit den stärksten Werten. Viel Spaß beim Gewinnen. Also das könnt ihr hier rauslesen. Und dann war hier noch was, genau. Wo ist die geheime Welt? Bei den Tipps, die Welt der Wikinger und Drachen ist in Aufruhr. In Drachenzähmen leicht gemacht 3, die geheime Welt, taucht ein Tagschattenweibchen im Dorf auf. Zeitgleich zieht eine alles bedrohende Gefahr auf. Der junge Wikinger Hicks und der Nachtschatten ohne Zahn wollen Menschen und Drachen retten und suchen deshalb die sagenumwobene Heimat der Drachen, die geheime Welt. Das Kinoabenteuer gibt es ab 13. Juni auf DVD und Blu-ray. Ich glaube, ein kleines bisschen vorher werde ich mir den Film hier schon anschauen können. Dann gibt es dann auch noch eine, ja, Reaktionsvideo auf alle drei Filme. Natürlich im Speziellen auf den dritten Film findet ihr hier auf meinem Kanal. Und da habe ich auch Gastbeiträge mit dabei. Freue ich mich drauf. Dann haben wir hier noch was zu Dragons. Drachensteiger Spielspaß, super coole Flugmanöver, Playmobil und so weiter. Ja, das kennen wir ja alles, ne? So, dann haben wir hier noch eine Vorschau drin auf das nächste Heft. Darauf braucht ihr, wenn ihr diese Dragons-Karten sucht, nicht mehr zu warten. Das war die letzte Karte in dem Five-Magazin. Die noch fehlenden Karten findet ihr alle in den kommenden Dragons Magazin, in den offiziellen Magazinen. Ne? Als nächstes, wenn es interessiert, hier haben wir Ninjago drin, Spider-Man, Avengers, Batman, Zelda, eine limitierte Karte, Batman Booster und Ninjago. Ne? Das zu diesem Magazin. Tschüss Magazin. So, dann schauen wir uns als nächstes dieses Handball Booster an. Offizielles Sticker-Album zum Special zur WM 2019. Wen es interessiert, was haben wir hier drin? So. Ja, hier Maskottchen Gummi. Aha. Ist das ein Hase oder ist das ein Känguru? Dann haben wir hier diesen Herrn, den nächsten Herrn,
noch einen Herrn und eine Dame. So sieht's aus. Dann haben wir hier Lego Batman, ein Booster. Was haben wir hier drin? Hier findet ihr zum Beispiel Action Supergirl, die hier Strahlen aus den Augen raushaut, aber ist eine nette Karte. Dann haben wir hier Mighty Micross Robin. Robin ist, glaube ich, die peinlichste Superheldenfigur, die es jemals gab. Dann haben wir hier Lobos Weltraumbike. Wir haben Reverse Flash. Dann haben wir noch Kid Flash und diese Beschreibung dabei. Das war's dazu. Dann schauen wir uns unseren coolen Bogen mit drei Pfeilen an. Was mit Zielvisier? Okay, ich hier hinten auf. Ich habe schon zigtausendmal ausgepackt. Echt, das ist das Zielvisier. Dann hier die Pfeile und der Bogen, der wirklich schick aussieht, ne? Kann man ja gar nichts sagen. Das Muster hier, wunderbar, jubel, jubel, freu, freu, in zigtausend Heften schon drin gewesen. Und hier müsst ihr einfach die Pfeile vorne durch das Loch reinstecken und könnt es dann hier hinten einfach ziehen, spannen und verschießen. Das Ding hier hat ordentlich Wumms, ist cool. Ich meine Bogen, oder? Da kannst du nichts falsch machen. Nächsten auch verschießen, den hier auch noch. So, und tschüss, zack. Und dieses Zielding ins Kirchenteil, denke mal, das kommt hier rein, oder? Hier, und das hält nicht mal gut. Hört ihr das? Das wackelt voll rum. Da könnt ihr dann halt durchgucken, aber ob das was bringt beim Zielen, wie auch immer. Ja, kleiner Bogen. Jetzt schauen wir noch die Limited Edition Card an. So, und die habe ich hier. Super Drache Kotz und Wirk. Hier die Werte Tempo 88. Dann haben wir bei der Abwehr 65. Hier unten Power 108. Das ist heftig. Und 84 beim Angriff. So sieht sie aus. Schöner Goldrand wieder, vor allem einigermaßen, nee, doch nicht, nee, links ist ein bisschen mehr Platz als rechts, ne, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass hier irgendwie immer so ein Absatz drin ist, denn hier sieht man, dass das hier, seht ihr das? Seht ihr den Absatz hier am Rand, hier? Das wurde alles noch mit so einer Zellophanfolie überzogen, aber leider nicht bis zum Rand. Von dem her finde ich das ein bisschen Panne. Ja, ansonsten hier Kotz und Wirk. Die Details hier halten sich wirklich in Grenzen, ist alles ziemlich dunkel geworden hier. Wenn er mich fragt, nicht unbedingt optimal angelegt oder halt kein schöner Druck, wie auch immer man das sehen möchte. Die Limited Edition Karte, das seht ihr hier am Rand. Hier haben wir schon die Nummer 15 und die anderen Karten, wie schon gesagt, findet ihr in Zukunft noch in den Dragons Magazin, bis ihr das alles komplett vollständig habt. Rückseite ist das hier drauf und das werde ich hier natürlich in meinen Sammelordner wieder reinmachen. Also wenn ihr irgendjemand im Bekanntenkreis habt, der sagt, er hätte das Album schon vollständig, ja, dann ist das glatt gelogen, denn die Karten gibt es tatsächlich noch nicht. Ja, die erscheinen erst mit den Ausgaben. Hier sind meine limitierten Karten, die ich bisher habe und hier kommt jetzt eine noch mit dazu. Das hier war die Nummer, wartet mal, die Nummer 12. Also 13, 14, 15 kommt sie hier rein. So, von hinten reinmachen. Alles klar. So, wieder eine mehr und somit füllt sich auch dieser Ordner hier langsam aber sicher. Den Rest habe ich ja komplett voll. Das habt ihr bestimmt in den entsprechenden Videos dazu gesehen. Ne? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch mittlerweile voll, außer den Limited Edition Karten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ne? So, das würde ich sagen, war es dazu. Das tue ich hier wieder rein. Ja, da sind wir doch schon wieder am Ende. Das hier war mein kleines Unpacking vom neuen Five Magazin. Die Nummer 6 für Juni 2019 kostet hier in Deutschland 3,99 Euro mit dabei. Die Boosterkarten, die Limited Edition Karte und dieser Bogen. Ist doch schick, was will man mehr, ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen und sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Thank you.
Thank you.